Hast du Samen? Oder ich habe einen Haufen Samen und richtig schön große Melonen. Boah. Runterholen. Wie macht man das denn? Verdammt. Ich kenne mich doch nicht aus. Was soll ich tun? Weiß machen. Ach so. Wusste ich's doch. Ja, ich habe einen Banner. Ups. Das wollte ich doch gar nicht. Ahoi Leute und herzlich willkommen zurück bei Minecro-Kosmos, unserem Survival-Let's Play. Heute dabei der Tigavi und der Ventulas. Wie geht's euch beiden? Saugeil. Alles bestens. Keine Antwort. Ja, wir zocken heute mal wieder ein bisschen im Livestream das Ganze. Es ist jetzt gerade Montagabend. Ich habe hier mal einen Livestream gestartet und wir wollen ein bisschen zocken. Ihr seht hier schon, es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben gestern das Projekt gestartet. Ich habe gestern Nacht noch ein bisschen übertrieben und hier einiges gebaut. Vor allem mein eigenes Haus da vorne angefangen und das andere Haus ein bisschen überarbeitet, weil das ja eher so ein unförmiger Klumpen war. Und ein bisschen Straßen angelegt. Und ja, ich kann eigentlich nochmal eben hier rumlaufen. Gestern war nämlich der Anonymex auch noch kurz dabei oder kurz auf dem Server. Der hat hier angefangen, Hühnchen zu holen. Da ist sogar ein zweites. Yes! Perfekt. Da kommt der Ventulas gerade. Ja, ich habe ein bisschen Fleisch mitgebracht. Und ja, hier hat er sein Haus angefangen, aber ich glaube, das habt ihr dann schon im letzten Video gesehen. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt los. Ich habe vor, mein Haus ein bisschen auszubauen, die zweite Etage oben drauf. Und ihr beiden, was habt ihr so vor? Jo, ich denke, ich werde auch mal mit meinem Haus anfangen, so langsam. Sehr schön. Und Ventulat, was treibst du so? Bisschen Versorgung. Ich habe gerade schon 40 Fleisch mal geholt, weil wir irgendwie wieder Mangelware hatten und ich will meine Farm hier irgendwie nicht wieder kaputt machen, die ich gezüchtet habe. Das ist gut. Die Melonen wachsen ja mittlerweile auch. Da sollten wir vielleicht auch mal ein größeres Feld anlegen. Wir sind ja doch so viele, dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr brauchen. Wobei ich das nicht beide auch mal machen. Gerne hier vom Teich weghaben wollte und vielleicht irgendwo ein bisschen größer anlegen wollte. Ich wollte den Teich eigentlich schon dicht machen, weil das am Haus gefällt mir das gar nicht. Ja genau, und dann können wir das Feld irgendwie nach unten an den Fluss verlegen oder so. Hier unten haben wir eigentlich ein recht schönes großes Feld, wo man wirklich eine Farm anlegen könnte. Das wäre doch mal eine Idee. Aber mach hier noch nicht ganz zu, lass mal noch eine Reihe Wasser, damit die Melonen noch wachsen können. Bis ganz schnell alles züchten, ich habe nur 18 Knochen mir heute extra. Ach so, ja gut, dann können wir auch dort anfangen. Das geht gar nicht, schade. Haben wir denn irgendwo Eimerchen? Oder hat die irgendjemand aufgegessen? 9 Stück müssten noch drin sein in der Kiste. Wie viele? Ich sehe hier 9, nur 10. 10? Ja, 10 kann auch sein. Ach so, 10, okay. Boah, was ein Unterschied. Ja, das ist ganz wichtig, du. Sonst hat hier echt noch jemand einen weggegessen. Eigentlich hatten wir auch mal 11. Ich habe einen noch mit mir da. Ach so, okay. Macht Sinn. Boah, ich habe auch viel zu viel Schrott im Inventar. Ich habe schon mal, wir haben auch einen Slime-Chunk hier in der Nähe, ja, habe ich gestern gesehen. Slime-Chunk? Ja. Was ist denn ein Slime-Chunk? Das nicht, also früher war es auf jeden Fall so, dass da halt immer die Slimes halt spawnen, ne? Oder ist das schon wieder weg? Also mittlerweile spawnen die ja in Sumpfgebieten. Also hier direkt links neben der Base sozusagen, da habe ich auch so ein Schild hingemacht. Da habe ich letztens links, schon, in welche Richtung? Von deinem Haus, hier, da in die Richtung. Ja, da hinten, genau, das ist Sumpf. Da spawnen Slimes, genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Wassergraben, oder? So quer durch. Quer durchs Gemüse. Und dann immer in 8 Blöcken Abstand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, das ist dir das mal aufgefallen, wenn du die Doppeltgrashalme kaputt machst, dass du dann eine Sekunde eine Blume siehst. Das ist irritierend. Ja, das haben die Jungs ja schon gestern festgestellt. Jo, das in der ersten Folge. Ne, ich glaube, das war sogar noch vor der Aufnahme. Ja, vor der Aufnahme, genau. Ja. Wenn man da ganz genau ist, dann war es vor der Aufnahme. So, dann wollen wir hier einmal auffüllen. Und das Ganze hier schön bewässern. Hast du zufällig eine Hoe dabei? Jo. Fantastisch. Erste noch. Es läuft ja wie geschmiert hier. Dann eigentlich können wir das doch hier bis an den Fluss ranziehen, oder?
Ja, dann haben wir hier richtig schön großes Feld. Hier alles mögliche anpflanzen. Oh, kaputt. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz schlafen gehen? Könnten wir natürlich tun. Angst im Dunkeln. Ja, klar. Ja, komm, bösen Endermänner. Eigentlich hätten wir uns eine Frau dazu packen müssen, wenn die sechs Kerle da am Schlafen sind, so, ne? So, hier sind schon die ersten Zuschauerfragen. Das wird ein eher mittelalterliches Ob, denke ich. Also ich werde zumindest mittelalterlich bauen, weil das ja das Einzige ist, was ich kann. Was die anderen machen, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber ich denke, es wird eher Richtung Mittelalter gehen. Oder? Habt ihr da andere Pläne? Ja, auf jeden Fall schon Mittelalter, vielleicht ein bisschen Fantasy-Richtung. So. Ja, genau. Sowas in die Richtung halt. Braucht ein bisschen Steaksi, ich brat gerade hier ordentlich was im Ofen. Moment, ist eigentlich ganz gut. Wo machen? Haben wir eine Workbench hier irgendwo? In meinem Haus ist doch eine. Wir brauchen auf jeden Fall eine unten am Feld. Kann man eigentlich... Dann werde ich dir mal beim Feld helfen. Holz mixen kann man sogar, coole Sache. Und da können wir jetzt mal erstmal richtig schön viel anlegen. Ich nehme mal hier alles mit, so an Saplings und so. Wollen wir mal eine richtig große Farm anlegen. In der Farm. Wo ist das Eisen? 1, 2. Zack, zack. Ups, das war verkehrt. Und dann wollen wir mal darunter. Baust du zum Beispiel auch die Villa? Ja, die Villa werde ich gleich weiterbauen. Da könnt ihr dann zugucken. Natürlich. Werde ich alles im Livestream machen. Ich denke, das Bauen ist ja mit das Spannendste hier eigentlich. Wie denn? Ist dein Stream auch direkt Tarok? Ne, Tarok live. Tarok war leider schon besetzt. Das ist noch ein Live dahinter. Ah, der Drecksack. Ja, echt. Auf, der kommt bald an und sagt, hier, gib mir 1000 Euro, dann kriegst du ne wieder. Würde ich ja fast überlegen. Wobei 1000 ist ein bisschen viel. Ja. Da brauche ich noch ein paar mehr Abonnenten auf YouTube, damit ich mir das leisten kann. Baue ich auch ein Schloss? Das weiß ich noch nicht. Ein Schloss ist ziemlich heftig. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir das irgendwie zusammen hin. Der Doben ist ja auch so ein alter Baumeister. Hat man gestern gesehen an dem tollen Haus. Ja. Nee, aber vielleicht lässt sich da irgendwas zusammen machen, wenn wir hier mit 6 Leuten spielen, geht das vielleicht, dass man auch was Größeres baut. Vielleicht ein Schloss oder zumindest eine kleine Burg oder sowas. Hast du Samen? Ich hab einen Haufen Samen, ja. 21, um genau zu sein. Und die Melonen von oben können wir auch mal runterholen. Okay, das klingt jetzt auch gerade voll falsch. Wenn man von Samen und Unterholen spricht. Und Melonen. Und Melonen. Ja, dann mache ich die mal platt hier oben. Mach das mal. Und ich glaube, ich lege hier mal eben noch einen kleinen Weg an. Und eine kleine Treppe. Die dann zu unserem schönen Feld darunter führt. Das sieht doch schon ganz gut aus. Auf jeden Fall könnte man auch eine automatische Sugarcane-Farm bauen. Das ist auch noch ein Ziel, was ich habe, auf jeden Fall. Das lässt sich nämlich auch relativ leicht umsetzen. Ja, gibt's da irgendwie jetzt neue Methoden oder? Denn ich habe da neue Methoden glaube ich gar nicht, aber mit Pistons geht das recht easy. Ah, okay. Ich habe bis jetzt nur automatische Weizenfelder angelegt, aber so Sugarcane. So mit Wasser wegschwimmen? Jo, genau. Ja, mit Sugarcanes, also kannst du halt Pistons nehmen und dann einfach so einen etwas längeren Delay mit Repeatern machen und dann passt das. Dann werden die da alle 2 Minuten oder so abgebaut. Das ist auf jeden Fall relativ easy. Und ja, dann kann man ja auch noch
automatische Kaktusfarm oder sowas bauen. Wobei Kaktus ja immer so ein bisschen sinnlos ist in Vanilla. Ja. Farbstoff wird man wohl nicht so viel benötigen. Ja, vor allem nicht dunkelgrün. Ja, genau. Das ist eher seltener. Haben wir eigentlich noch hier Cobblestone genug? Nee, fast gar nichts mehr. Ich hole auch die ganze Ja. Zeit von Anonymax da hinten aus seiner Minecraft-Farm welchen. Den Hat er farm mir ich aber mal ein erlaubt, bisschen. bevor mir jemand Diebstahl unterstellt. Ah, das sieht doch schon richtig gut aus hier. Gefällt mir mit dem Weg. Ein Schiff, ob ich ein Schiff baue? Was sind das denn für Fragen? Nee, Schiff glaube ich eher nicht. Also vielleicht irgendwann mal. Aber ich glaube nicht im Survival. Wenn dann eher im. Also Tutorial mache ich auf jeden Fall mal dazu, aber im Survival glaube ich eher nicht. Schon Dias jetzt mittlerweile oder? Nee, die sind Ich noch nicht. der David ist gestorben, deshalb die verloren. Also haben wir keine. Habe ich doch noch eine Chance. Yes. Gut, dann ziehe ich gleich mal los. Nee, ich wollte erstmal mein Haus bauen. Stimmt Ja, ja. ich farm schon Cobblestone gerade. Naja, dann mache ich mal an meinem Haus ein bisschen weiter. Gibt den Zuschauern das, was sie wollen. Okay. Was wollt ihr? Wollt ihr den kleinen Hausbau oder wollt ihr den totalen Hausbau? Total ein Aufbau. Macht so eine Fernsehshow auf, das Hausbaukommando in Minecraft. Wäre auch ein cooler Name für das Projekt gewesen. Hausbaukommando. Oder eher die Chaos-Truppe. Joa, passt auch. Oh, sieht das aus? Überhaupt nicht. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Obwohl, ich probiere mal was anderes. Und da ist meine Axt futsch. Fantastisch. Stream leckt aber schon ein bisschen, ha? Das so? Ja, ich glaube, ich streame mit zu hoher Qualität gerade. Ich muss das mal ein bisschen runterschrauben sonst. Wenn sein Arm. Was macht denn der für spastische Bewegungen? Normal bei dir, wenn du zuschlägst, oder? Hey, was? Also, du hast gerade irgendwas abgebaut und das sah so crank aus. Dein Arm hat sich so lang gezogen irgendwie. Hä? Das ist so normal oder nicht? Also so nicht. Ein Gummimensch. Darfst du bloß nicht ins Wasser, sonst gehst du unter. Ja, vielleicht sollte ich den Stream einmal kurz restarten. Nein, wir haben Zuschauer. Nein! Ja, dann leckt er nicht ganz so. Es war nicht so gute Auflösung dann, aber. Wo stelle ich das denn nochmal um? Was nimmst du denn Wo war das auf? denn? OBS! Ah. Da, Auflösung herunterskalieren. Das ist 480, 852 mal 480 oder das da. Probier das mal. So. Sagt mal gleich Bescheid, ob die Qualität schlechter wird. Ihr da im Stream, ihr Zuschauer. Jetzt wollen sie das alle nicht. Ja, aber leckt natürlich ganz schön. So, ist eher so eine Dia-Show gerade. No, ist es jetzt schlechter geworden? Es sieht so aus. Es leckt mein Minecraft übelst. Na toll. Das Ach ist ja. Vorführeffekt. Ja, ich habe noch nicht so viel Stream-Erfahrung. Hier, TKW, jedenfalls so ein bisschen. Oh, danke. Wo ist denn mein Dirt? Ach, ihr seid da unten noch beschäftigt. Was macht ihr denn die Gräben so nah aneinander? Da kommt Zuckerrohr hin. Ah, macht Sinn, macht Sinn. Epic Lag, Epic Lag.
Besser werden sollte das Ganze auch nicht. Wenn dann nur schlechter. Wie baut man sich eigentlich noch eine Leine oder haben wir noch welche zufällig? In der Kiste müsste noch eine liegen, ja? Bestimmt. Jetzt endlich mal mir einen Karnickel holen, ey, und dann züchten für einen Killer-Karnickel. Das sperre ich dann schön in den Käfig ein. Oder, das wäre auch geil, wenn man die anleihen könnte, ne? Geht das auch auf Creeper los oder hier auf Zombies? Oder das wäre auch nicht schlecht. Die anzuleihen? Ja, genau. Und wenn dann so ein Zombie ankommt, dann geht das Killer-Karnickel auf den Zombie los, ey. Ich glaube nicht, dass das auf feindliche Monster losgeht. Ist ja selbst ein feindliches Monster. Aber ein Versuch wäre es allemal wert. Ja, ich versuch's mal. Also, wenn ich überhaupt eins kriege, so ein Killer-Karnickel. Erstmal eine Box bauen hier, eine Sicherheitsbox. Da fällt mir gerade was ein. War das denn noch? Wo ist meine Schere? Da. Muss ich mal den totalen Hausbau gerade unterbrechen? Mal eben was ausprobieren. Schwarzwolle, wunderschön. Was haben wir hier noch? Graue Wolle. Haben wir nicht mehr. Weiße Wolle? Ja, passt schon. So, das sollte reichen. Gucken, ja, wenn die anderen Jungs wieder kommen, ey, dann kriegen die einen Herzinfarkt, wie viele wir da gebaut haben. Wenn wer kommt? Die anderen Jungs. Ja, pff, selber schuld. Domen kommt ja nachher auch noch dazu. Ehrlich? Ja. Den habe ich schon gefragt. Warum nimmt er nicht wieder irgendwelche schlimmen Wörter in den Mund? Ah, schwarzes Banner. Ich habe ein schwarzes Banner. Yes. Hast du ein Banner? Ja, ich habe ein Banner. Wie war das jetzt? Wie macht man das denn? Verdammt. Ich kenn mich doch nicht aus. So nicht? Okay. Willst du da jetzt ein Muster drauf tun? Ja, das versuche ich gerade. Aber es gelingt mir nicht so richtig. Ich glaube, das hättest du direkt während dem Craften machen müssen. Also während dem Banner craften. Glaube nicht. Damit kannst du doch nur die Farbe festen. Dann machst du eigentlich das Banner wieder in die Crafting Table und eigentlich. Doch, nicht, stimmt, du hast recht. Dann funktioniert es trotzdem nicht. Keine Ahnung. Da müssen dir die Zuschauer mal eben schnell helfen. Und ich krieg schon wieder 1000 Fragen hier. Ups. Also. Community-Server habe ich natürlich mal überlegt, aber das ist nicht so einfach, sage ich mal, bei 6000 Abonnenten einen Community-Server zu machen. Würde ich natürlich gerne, aber okay. Da braucht man Mods und sowas alles, also Moderator dafür, die da ein bisschen aufpassen und so weiter. Ich glaube, Tarok, der Server, den hat es gerade zerrissen, oder? Also meiner, bei mir läuft es noch. Bei mir auch. Wird mehr platzieren. Dann bist du vielleicht in der Spawn Zone. Ja, genau, das kann sein. Wo sind denn die Melonensamen? Wo habt ihr die jetzt angepflanzt? Noch gar nicht. Ach so. Ich bin gerade ein bisschen am Umbauen. Ich mache jetzt rechts die Melonen und Kürbisse hin. Rechts ist hier? Wo ich stehe? Oder wo? Hier, genau, auf der Seite. Ja, ich habe hier schon den ersten Melonensamen gepflanzt. Okay, perfekt. Dann machst du uns am besten die Reihe hier Melonen durch und dann... Achso, ich wollte jetzt hier extra nochmal diese Gräben hier umbauen, um dann da die Melonen und Kürbisse dann zu bauen. Ich glaube, das ist ein bisschen effizienter. Ja, alles klar. Oh, jetzt habe ich die Sugar Canes geholt, aber keinen Eimer. Ohne Wasser wachsen die wohl nicht. Ja, so, jetzt will ich erstmal so einen Banner hier anbringen. Wo packe ich das denn mal hin? Hier so? Das sieht natürlich auch mega schäbig aus. Ja, ich muss noch mal gucken, wie das mit dem Muster ging. Ich hol noch mal ein bisschen Wolle. Wo haben wir denn Eimer? Hier in der Kiste sehe ich gerade keine. Ich habe sonst noch zwei hier draußen. Eigentlich müssten die in der Kiste sein, sonst hier draußen liegen gerade zwei. Okay.
Danke. Immer wieder gerne. So, 1.8. Wie gefällt euch 1.8 bis jetzt? Wird auch gerade im Stream gefragt. Sagt doch mal was dazu, Jungs. Digga, weh, ich lasse dir den Vortritt. Ich muss mal überlegen. Ja, mir gefällt die 1.8 eigentlich ganz gut. Vor allem die neuen Commands, die dazugekommen sind. Da gibt's echt so geil viele neue Möglichkeiten damit. Das hat man ja auch, also es sind ja schon mehrere Maps jetzt schon rausgekommen, wo man das auch echt super gesehen hat. Und, ja, ist das so? Ich habe noch gar nichts mit Dingen ausprobiert. Ich finde das mit diesen Dings so geil, ne, dass man jetzt also jeden Block sozusagen animieren kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da schimpft. Ja. Jo, genau, das ist halt auch richtig cool. Ja. Und die Killer-Garnickel, die Killer-Garnickel. Ja, dieses Kopieren von ganzen Strukturen finde ich auch ganz, ganz mächtig. Also das könnte man sogar auch irgendwie in eine Survival-Welt einbauen, sage ich mal. Wenn es jetzt nur das ist, also irgendwie Tore oder sowas errichten, die man per Knopfdruck auch auf und zu machen kann. Ja, stimmt. Das, also man kann ja irgendwie so ganze, so, ich sag mal, 4x8 ja, genau, Blöcke oder sowas kopieren und verschieben, mehr oder weniger. Da könnte man schon echt coole Sachen mit machen. Und ich denke, für sowas ist auch okay, wenn wir dann mal so Kommandoblöcke reincheaten. Ich denke, da dürfte keiner was dagegen haben. Ja, aber ich kenne mich null damit aus. Aber das macht ja nichts. War das denn jetzt hier? Verdammt. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Wie macht man Farben auf das Banner? Schau doch mal in deine Kommentare, vielleicht hat ja schon jemand was geschrieben. Nee, die wissen es auch alle nicht. Was für ein Schiff wirst du bauen? Ich werde wahrscheinlich irgendwie mittelalterliches Schiff, ganz klar. Es wurde mal gewünscht, dass ich eine Fregatte baue, das werde ich auf jeden Fall mal tun. Und ja, mal gucken, was in Minecraft gut aussieht halt. Da werde ich ein bisschen ausprobieren. Und mit Knochenmehl kannst du den Banner im Crafting-Feld. Was kann ich damit machen? Wahrscheinlich werde ich machen. Ja, das will ich aber gar nicht. Ich will ja einen schwarzen haben. Ach, richtig. Ich brauche gar keine Wolle. Ich brauche ja die Farben. Ich bin auch doof. Epic Fail. Haben wir Farben? Lapis Lazuli. Cool. Und Weiß. Haben wir Knochenmehl noch? Da sind drei Knochen. Ich hab ein Dings auf jeden Fall ausgegeben. Ja, genau. Du kannst das haben. Passt schon. Okay. Drei Stück sollten erstmal reichen. Kann ich mal kurz helfen? Ich hab Probleme. Ich will meinen Kanickel nicht verlieren. Machen wir das denn so ein Kerl? Ende der Farm hier, boah. So. Und dann. Das sieht natürlich auch super schwierig aus. Ja, wir helfen mir. Wo bist du denn? Unten an der Farm. Alter, ich eile sofort. Warum steht der denn genau auf diesem einen Block, der nicht im Wasser ist, ey? Creeper. Oder? Ja, du hast es erfasst. Ja, wusste ich's doch. Du hast Kreuz. Wo bist du denn? Was soll ich tun? Schon zu spät, der Tiger hat mir schon geholfen. Oh, schade. Jetzt brauche ich nur noch Zaun, damit ich das Knickel mal einsperren kann. Aber ne, hier, ich kann es ja an den Zaun an den Zaun. Ich hab sogar 11 Stück, warte hier. Zack. Hat jemand noch irgendwo Sugarcanes? Ja, ich hab hier. Hinter dem Danke. Starthaus hat Anonymex auch eine Farm angelegt. Das habe ich mir schon geholt. Ach so, genau. Hast du schon alles geklaut? Naja, geklaut ist was anderes. Alles weg. Ich hab's ja wieder für die Allgemeinheit wieder hingeplantet, aber woanders. Ach so. gut. Haben wir noch Cobblestone? Nein, doch. 64 habe ich noch. Doch, ich habe ganz viele. Unfassbar. Können wir nochmal. Nein, lohnt sich nicht. Brauchst du noch was, Tara? Ja. Ich habe ja noch. Nee, alles gut. Ich habe gerade noch ein bisschen was. Na gut, danke. Wer hat das hier eigentlich gebaut? Das wollte ich doch gar nicht so haben. Wollte ich ein kleines Beet anlegen? Ich glaube, das würde ganz cool aussehen. Ups. Abstieg in den Untergrund. Ach, jetzt habe ich den totalen Hausbau total vergessen. Totaler Hausbau, ey. Der totale Hausbau.
mal so. Sieht auch doof aus. Ach ja, ich kann nicht. So, jetzt habe ich die anderen nochmal gemutet und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, die anderen zwei Videos anzuschauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.